Guck mal, das ist hier ganz dreckig hier. Hier liegen überall hier diese Spritzen und sowas rum. Da ist hier alles voll davon. Und diese Löffel und sowas. Hier vorne sind auch noch viel mehr Spritzen. Das ist hier alles voll. Das ist richtig widerlich. Es gehört weg. Guckt euch mal an, welche Spermafarbe dieser Baum hier hat. Guckt euch mal an, welche Spermafarbe dieser Baum hier hat. Das hier, das ist ein Vollfettelefant. Wir sind gerade in diesem Bürgerpark drin und wir laufen hier. Wir machten hier einen Spaziergang. Guck mal hier vorne sind Bäume. Hier vorne sind abgeknickte, krumme Bäume. Die wachsen hier genauso. Die wachsen genauso schief wie mein Hirn. Und dieser Baum, der wächst auch genauso schief wie mein Gehirn. Das ist ein voll cool schwarzer Taschenmesser. Mit wunderbarer Gravur. Gravierung heißt das. Ich krieg die Krise. Nimmst du einen schwarzen Das ist, wenn man mit, das ist, wenn man mit diesem Mann hier, mit diesem Mann Touren macht. Da ist Hopfen und Malz verloren. Da passiert genau das. Und das. Und die ganze Jacke, die sieht aus wie, als hätte man mit einer Schrotflinte drauf geschossen. Ja, das ist normal. Ist normal. Ja. Das muss so sein. Das gehört so. Das sieht immer fertiger aus. Das sieht bald so fertig aus wie mein Kopf. Musste auch gefahren, musste ja. Ich wäre ein natürlicher Papierfresser. Yeah. Guck mal hier. Da ganz hinten. Da ist Bahnhof. Und es fängt gerade an, hier rumzuschneien. Es wird immer stärker. Und das windet hier rum. Es stürmt. Das ist ein richtiger Sturm hier. Das ist richtig scheiße. Es ist ein richtig widerlicher Wetter. Das Wetter muss weg. Der Ton ist genauso mies wie meine Hirnzellen. Guck mal, wir laufen jetzt durch diesen Hauptbahnhof durch. Guck mal. Schweinen gefunden. Hier vorne sind noch mehr Schweine. Und hier vorne sind auch noch mehr Schweine. Ich zeige euch eine Szene, was ich mit denen schon mal gemacht habe, mit diesen Schweinen hier. Genau das habe ich mit diesen Schweinen gemacht. Und das war geil. Wir sind gerade dabei, durch dieses Innenstadt durchzulaufen. Und wir sind gerade durch diesen Skulptur dran durchgelaufen, aber das habe ich euch nicht gezeigt, weil ich gerade zu faul dazu gewesen war. Wir laufen jetzt durch diese Innenstadt durch. Und ich habe euch diese Stadtmusikantenskulptur nicht gezeigt, weil ich das kann. Und da oben, da vorne ist eine goldene Tafelskulptur. Ich bin richtig ranzig. Ich bin die letzte Verräudigung. Ich bin Beavers und Butthead gleichzeitig. So, Helmut flambiert Brot. Mit Käse. Helmut ist ein zerfressenes Schwein und muss sich schmecken. Brot wird flambiert. Was?
guten Morgen, neuer Tag ist angebrochen und es beginnt gleich schon wieder. Und heute wird es besser, oder heute ist besseres Wetter. Heute ist nicht so kalt, das wird wieder so richtig bekloppt sein. Das ist der bekloppteste Vlog von ganz Bremen. Das schwör ich drauf. Das wird richtig bekloppt heute sein. Das wird so richtig bekloppt sein heute. Das ist die billigste Klapserkarre vom Bauhaus. Von heutzutage. Kennt ihr die billigste Klapserkarre vom Bauhaus? Ich hatte mal das rote Modell gehabt. Aber das wurde jetzt. Aber das hier ist jetzt die billigste Klapserkarre vom Bauhaus. Wurde noch getoppt. Guckt euch mal diese Reifen hier vorne an. Die sind richtig geil. Guckt euch mal diese Reifen hier vorne an. Von dieser heutzutage billigsten Klapserkarre von ganz Bauhaus. Angeblich 45 Kilo soll das aushalten. Wir gehen jetzt zum nächsten Biergeschäft. Wir haben ein Biergeschäft gefunden. Hier werden wir erstmal Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. So, wir haben gerade Bier eingekauft. Geprost! Geprost! Wie teuer war nochmal diese billigste Klapserkarre von Bauhaus dieses Mal? 18 Euro. Das ist billiger als die billigste Klapserkarre von Bauhaus, die ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe. Das ist eine schönere Unterentwicklung. Sushi Kaiser ist wirklich, wirklich allerbest. Kann man empfehlen. Hätte ich ja jetzt Bock drauf. Sushi? Das war's mit der Schminke für heute, würde ich sagen. Also die Schminke ist nicht mehr dran. Erfolgreich abgeschminkt. Schleift sich wieder frei. Das sind ganz typische billigste Klapserkarre vom Bauhausgeräusche. Genau. Die schleifen. Das gehört so. Es wurde extra da eingebaut. Ein bisschen Dreck drin ist, fängt er an zu schleifen. Damit es kaputt schleift, dass der Kunde direkt Neues kauft. Genau. Nur deswegen wurde das entworfen. Komm mal, hier vorne ist eine nervige Treppe. Das muss runtergetragen werden. Weiter! Ey, mir steigt mein Urin gerade so die Kehle hoch, ne? Ehrlich. Oh. Jawohl. Das ist eine richtig geile dickste Toilette. Die war echt gut. Die sieht cool aus. Ich hab schon richtig Schweißperlen auf der Stirn gekriegt, ey. Oh, das muss ich runterflopsen. Gleich gibt's Kotfleisch. Das Kotfleisch wurde gewendet. Guck mal hier. Die Paprika schwappt rum. Der bewegt sich. Das ist sogar real. Guten Appetit. Dankeschön. Oh, Essen. Vielen Dank. Das ist Kotfleisch mit regelfarbener Paprika und Brötchen.
Kotfleisch ist cool. Das ist Kotfleisch. Mhm. Guck mal, hier vorne sind es schon die ersten Gebrauchsspuren von den Reifen. Die sind nicht mehr so rund. Das ist richtig geil. Das ist die heutige billigste Klapserkarre von ganz Bauhaus. Deswegen wurde der hier heute zum Einsatz. Ist das geile Scheiße. An diesem hier, an diesem total tollen Victory-Messer, ist sogar ein Zahnstocher mit dran, Leute, ich sag euch. Übelst perfekt. Mm. Wir haben gerade Fleisch gegessen. Mm. Mega geiler Scheiß mit Zahnstocher. Also ehrlich. Bin überrascht. Erstmal die Fleischreste rauspulen. Geil. Geiler Scheiß. Aber deiner Zahnlücke brauchst du das nicht, ne? Aber hier, guck, guck. Schön rausgepult, das Stück Fleisch. Durch meine Zahnlücke passen 2 Euro Stück durch. Deswegen brauche ich keinen Zahnstocher. Aber trotzdem, dieser Zahnstocher, der ist in diesen Natururin Victorinox Messer mit integriert. Genau das, hier habe ich das rausgezogen, wo dieser Loch ist. Und hier, wo hier ist, das ist eine Pinzette. Damit ich die Zecken aus dem Sack heraus machen kann. So, Kotfleisch Portion 2 wird gebraten. Gegrillt. Hetscha! Hetscha! Krankheit! Allergie! So, Kotfleisch mit regelfarbener Paprika und Brot Portion 2 ist fertig. Dieses Mal in Baguetteform. Ich habe gebastelt den leckeren Nachtisch für Natururin. Ich habe mir hier allergrößte Mühe gegeben, mein Kindheitswissen noch mal rauszuholen und ihm diese lecker Gänseblümchen wunderhübsch zu krädenzen. Bitte schön, dein Nachtisch. Und wie schmeckt's dir? Das schmeckt nach Gänseblümchen. So billig sieht das hier aus. Wenn die Taschen nicht da drauf sind. Oder was man transportieren will. Genau, das ist die aktuelle billigste Sackkarre von Bauhaus. Deswegen wurden die mitgenommen. Das werdet ihr hier rumschieben können durch die Stadt. Ja. Mit dem ganzen Gepäck. Hescha! Pfui! Jetzt weiter zu gelaufen. Guck mal hier auf diesem Schiff hier vorne. Das ist ein Parity-Schiff. Da habe ich schon des Öfteren barfuß gesteppt. Das war cool. Das muss ich mal wieder machen. Ich war schon lange nicht mehr da drauf. So, jetzt schon wieder diese nervige Schmiertreppe raufklettern. Das ist eine richtig räudige Scheißtreppe. Die Treppe muss weg. So will ich den Gran Paradiso Berg sehen bei euch. Oh ja. Das war eine Figur gewesen. Diese Figur, die steht da rum. Helmut schafft es noch, diese billigsten Klappsackkarren von ganz Bauhaus zu ruinieren bei der allerersten Tour. Da bin ich ganz gespannt drauf. Auf jeden Fall. Das schafft der Helmut noch. Das wird cool sein. Ich freue mich auf den Moment, ja. wenn der durchgebrochen wenn der ist. Wenn der später brennt. Lua!
Massage. Ei. In meinem Gehirn kriechen Mehlwürmer rum. Die beißen da dran und sowas. Sind die behaart und borstig? Diese Urzeit-Krebse? Das ist richtig geil. Das ist genauso versüfft wie meine Sackhaare, wenn ich von einer Ranztour zurückkomme, frisch. So eine Urzeitkrebse-Haare, die da dran kratzen und so. So, Bierjunker will genau hier rein. Ich wollte hier rein, aber ich komme hier nicht rein. Hier, Eingang. Hier rein? Aber da hinten haben wir schon. Aber wie kommt man denn hier rein? Das hat nur bis 19 Uhr offen. Aber wie spät ist denn das? Echt jetzt? Also eigentlich hätte das noch 4 Minuten offen. Du bist reingekommen gerade? Ja. Sehr gut. 0,0 Kundenfreundlichkeit. Ich liebe das. Ich habe einmal Kimchi gekauft und einmal Carbonara. Beides, also jeweils für 7,95 Euro. Mega geiler Preis. Unschlagbar. Ich bin kein Fan davon. Hier sind überall Hände. Das ist der richtige Weg mit Schwierigkeit mit dem hier. Guck mal, bunte Kukuruku-Fleisch. Ich bin an diesem bunten Kukuruku-Fleisch dran vorbeigelaufen. Oh, dieser Rucksack ist gerade hier runtergefallen. Der darf einfach gar nicht da hinten drauf sein. Das ist nur runtergefallen, weil das die billigste Klapsakara von Bauhaus ist. Aber aus keinem anderen Grund. Also die aktuell billigste Klapsakara von Bauhaus. Die ehemalige billigste Klapsakara von Bauhaus, die habe ich damals auf dem Rennsteig geschrottet, wo ich diesen Wanderweg gelaufen bin, diesen Rennsteig. Da ist der Rad abgefallen. Dieser Rad ist sogar stärker abgefallen, wie mein Rad, der irgendwie ab ist. Es muss mutwillig zerranzt werden. Hier geht's zum beklopptesten Vlog von ganz Dortmund. Dieser Vlog ist noch bekloppter, weil da bessere Temperaturen waren. Das war eine richtige Voll-Cool-Zeit gewesen. Ich habe eine Schraube locker.